Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. Und zwar habe ich mich jetzt nochmal auf die vorherigen Routen begeben. Oder ich werde euch jetzt abschnittsweise immer die Wege zeigen, die uns bisher versperrt blieben. Ich habe nämlich mein Team etwas erstmal ausgetauscht. Denn ich weiß, dass es in der Geolink-Höhle ein Pokémon geben wird. Also wie ihr sehen könnt auf dem unteren Bildschirm, auch wenn es ein bisschen klein ist, also Zickzacks habe ich jetzt anstelle von Agro-Panda reingeholt, denn Agro-Panda wird meinen Ansprüchen nicht genügen. Shiny Topsy wird aber irgendwann auch aus dem Team fliegen. Eigentlich habe ich ja geplant, ab Stufe 36 ungefähr, also auf der wir eigentlich mal Glurak erhalten haben. Gut, das ist jetzt schon Stufe 37, aber das ist ja nun auch egal. Und da haben wir nämlich erstmal weitere Trainer, die uns hier erwarten. Schutz trage ich nur aus einem Grund. Ich mag es einfach, die Beine frei zu haben. Okay, schön. Das ist schön für dich. So, und Teenager Ken setzt ein Kanivanha ein. Ach, ein Unlicht-Wasser-Pokémon. Da habe ich nur gerade das falsche Pokémon an erster Stelle. Obwohl, nö, habe ich nicht. Zornklinge. Das tut nämlich auch sein Übriges. Was macht das denn? Es senkt meine Verteidigung. Egal, ich bin ein Angriffstyp. Also, eine Zornklinge hat ausgereicht. Ja, Rauhaut hat mir ein bisschen wehgetan. Kann ja mal vorkommen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, Schwertgeist erhält ein paar EP, die anderen natürlich auch noch hinzu. Pam Pam. Ja, da möchten wir mal das Pokémon wechseln. Besser ist das. Aber worauf? Nee, warte mal, das hat ja Kampf. Warte mal, das hat ja eigentlich auch Unlicht drinne. Nee, warte mal, das war nur Kampf. Ah, Mist, da habe ich was falsch gemacht. Da hatte ich gerade einen Denkfehler. Deswegen sollte ich mal das Pokémon doch lieber auswechseln. Zu Shiny Taubsi. Denn wir wissen ja, Flug ist effektiv gegen Kampf. Und deswegen sollten wir das mal schnell abändern. Und es, ja, es glitzert so schön, wenn es rauskommt. Das ist einfach herrlich. Also, wie gesagt, ich glaube, die haben ja die Chance hier verdoppelt. Also statt 1 zu 8192 ist hier die Chance 1 zu 4096 oder sowas. Da hatte ich Glück gehabt. Und irgendwie gibt es in Schwarz und also Schwarz 2, Weiß 2 noch irgendwie so einen schillernden Gegenstand, der die Chance irgendwie auch noch erhöhen kann, wenn du alle Pokémon dieser Einallregion da gesehen hast. Ist irre. Naja, wie dem auch sei. Was hast du noch zu sagen? Ja, nichts, ne? Ach so, das war nur ein Troll, denke ich mal. So, das war also nur der Troll. Hier sehen wir den Trainer. So, und dann möchten wir weiter den Zerschneider einsetzen, natürlich. Okay. Dann muss wahrscheinlich Shiny Taubsi schon ein bisschen früher gehen. Und hier haben wir Hack-Attack. Genauso sieht es aus. Hack-Attack ist ein Item, was Attacken vom Typ Flug verstärkt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Auf Route 3 gibt es auch noch einen Zerschneiderbusch. Und den möchten wir natürlich auch mal zerschneiden, um zerschneidern, wollte ich gerade sagen. Nein, wir möchten ihn klein häckseln, um einen Beleber zu finden. Alles klar. Naja, immerhin besser als gar nichts. Kann man ja mal in einer Notsituation gebrauchen. Nun soll es also weitergehen auf dem regulären Weg. Und ja, dann gucken wir doch mal, wo wir denn hier angelangt sind. Ach, Senna mal wieder. Ach, nö. Hey, Francine. Trovato Tomato meinte, er würde gern die Pokémon-Pension sehen. Gehen wir zusammen hin. Ja, also man kann sie ja nicht übersehen, da man da förmlich reingeführt wird. Hier kümmert man sich mit Freuden um deine Pokémon. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. So ist es. Du kannst gerne bis zu 2 Pokémon bei uns in Pflege geben. Das hat mit der Pokémon-Zucht zu tun und so weiter. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es von Vorteil ist, wenn man nur 2 Pokémon in Pflege gibt. Das stimmt, in diesem Fall kommt es durchaus vor, dass wir sowas wie ein Ei finden. Wenn du das dann mit dir herumträgst, schlüpft daraus irgendwann ein Pokémon. Echt? Aus so einem Ei kommt irgendwann ein Pokémon raus? Dann sollte ich vielleicht gleich mal ein paar Pokémon hier lassen. Mehrere gleiche Pokémon mit identischen Tanzmoves eröffnen sich mir ganz neue Choreografiemöglichkeiten. Möchtest du welche hier lassen mit der Francine? Ein andermal. So. Ich möchte mich nur auf einige wenige Pokémon konzentrieren. Ich probiere das für ein andermal. So kann man die Sache natürlich auch angehen. Ich werde jetzt jedenfalls weiter nach Pokémon suchen, die tanzen können für meine Tanztruppe.
Hey, was? Jetzt warte doch mal, nicht so schnell. Ach, Tierno. Ja. Und hier haben wir wieder so einen Luigi-Verschnitt. Pokémon, die aus Eiern schlüpfen, verfügen manchmal über die gleichen Attacken wie die Pokémon, die man zur Pflege in die Pokémon-Pension gegeben hat. So ist es. Attackenvererbung. Und so weiter und so weiter. Ach, das Thema Zucht, das ist auch sehr umfangreich. Ich bin einer der Pensionsleiter hier. Wir kümmern uns um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn wir eins deiner Pokémon aufziehen sollen, sprich mit meiner Frau. Ach, wen haben wir denn hier? Tierno. Der irrt hier erstmal im Gras herum. Ja, was denn? Hey, The Francine, hast du schon mal einen Dummiesel gesehen? Ja. Ist ja nicht die erste Edition, die ich hier spiele. Dann sollte ich sowas schon mal gesehen haben. Ein bisschen verwirrend, aber... Was steht denn hier noch Schönes an der Tafel? Tipps für Trainer. Auf dem Bericht im Bildschirm eines Pokémon kannst du die Attacken an andere Positionen verschieben, indem du sie mit Hilfe des Touchpads auf dem Touchscreen auf die gewünschte Stelle ziehst. Ah ja, hier haben wir nämlich noch ein paar andere Trainer. Oder aber folgen die mir gerade? Kann das sein? Hier haben wir auf jeden Fall einen Maler. Und der möchte, oder sie... Ein hitziger Kampf wäre jetzt genau das Richtige, um meine Gefühle zum Kochen zu bringen. Ich glaube, anhand der Hose, das könnte man eine Frau sein. Yep, ist es auch. Dann Künstlerin Chihiro. Ein jetzt ungewöhnlicher Name, aber warum denn nicht? Dafür kennt man ja Pokémon, ne? Wie es leibt und lebt. Ist ein Pokémon des Typs normal, also Farbigel. Und deswegen werde ich mit Sonnenklinge angreifen. Oh, es kann Glut. Das tut mir nicht besonders gut. Und das ist nicht sehr effektiv, habe ich gerade das Gefühl. Moment, wir tauschen mal ganz kurz das Pokémon aus. Wir müssen hier mal ein bisschen Rambazamba machen, deswegen... Ich habe eine Idee. Ach nein, das ist doch dumm, das wird er jetzt nochmal genau dasselbe machen. Ah, Mann. Das ist doch genauso effektiv. Ach, blöd. Ja gut, kann man halt nichts machen. Na gut, das schafft Cedar trotzdem. Also, wir machen jetzt erstmal Egelsamen. Also bekommen ein paar KP zurück. Dann werde ich dich vergiften. Das ist eigentlich total sinnlos, da ich das jetzt schon mache. Ja, so viel zieht es gar nicht ab. Da kriege ich ja fast mehr wieder, als ich hier verliere, oder? Also ich hatte 47, 41 und nun habe ich... Ja, ich mache 1 KP Verlust. Komm, Giftpuder. Jetzt fahren wir hier das volle Geschütz auf. Denn, wenn das Pokémon vergiftet ist, macht der Giftschock doppelt so viel Schaden. Also steigt die, naja, sagen wir es mal so, die Stärke steigt, aber ich erleide Verbrennungen. Na super. Natürlich, das musste ja auch so kommen. Dadurch kriege ich jetzt mehr als nur einen KP-Schaden, aber ja gut, was soll's. Aber der Giftschock, der wird das jetzt schon richten. Ja komm, mach mal. Oh, du ziehst sogar ganze 7 ab. Naja gut. Dann wollen wir einfach mal den Giftschock anwenden. Giftschock fliegt und Sieg. So, doppelter Stärke, der kann das nur reinhauen. Und so wurde auch das Farbigel besiegt, oder Farbigel. Und wir dürfen Cedar auf Stufe 21 begrüßen. Das ist doch immerhin schon etwas. Ja, Spitzangriff kann sich sehen lassen. So, und Schwertgeist erreicht zudem Stufe 17. Da kann man sich dann nicht beschweren. Und da sollten wir jetzt... Oh, Zickzacks erreicht nebenbei Level 13. Warum denn auch nicht? Versucht Sandwirbel zu lernen. Ach, ja, komm, wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Kulleraugen. Was war das denn nochmal? Senkt den... Ach so. Ja, das lassen wir mal. So. Nein, wir möchten nichts ersetzen. Also, bekannte Attacke behalten. Ja. Genau so sieht es aus. Und dann haben wir nämlich den nächsten Trainer besiegt. Wunderbar. Okay. Ja, das war der erste Ausritt auf diese Route, der je beendet wurde, dass ich nämlich mal schnelles Pokémon heilen muss. Aber na gut, da kann man halt nichts machen. Aber es erleidet keine Verbrennungen mehr. Das ist halt der Witz daran. Es erleidet hier keine Verbrennungen mehr, aber was soll's. Also, mach sie mal wieder fit. Wenn wir noch zur Geolink-Höhle kommen, da hoffe ich wirklich, dass mein Pokémon kommt, was ich unbedingt haben möchte. Ich habe da nämlich ein bestimmtes in Augenschein. Aber wie gesagt, da müssen wir mal gucken. Da brauche ich aber auch den richtigen Typ. Vielleicht muss ich dann offscreen den richtigen Typ dafür nehmen. Ich gucke einfach mal. Ich muss einfach mal gucken.
Also, weiter soll es hier auf dieser Route gehen. Künstler haben wir besiegt. Dann hatten wir hier noch irgendwo Trovato. Oder? War das er? Ach, sag mal, Referencing, wie viele Pokémon hast du denn bisher schon gefunden? Wenn du willst, lass uns doch eben mal unsere Zahlen vergleichen. Auch eine Art von Pokémon-Kampf, was? Ja. Also, du hast bisher 66 Pokémon gesehen. Dagegen komme ich nicht an. Ich habe verloren. Mensch, das ärgert mich jetzt aber. Oh, du hast also ebenfalls ein Trassler gefunden. The Francine, du bist ja großartig. Die gleichen Pokémon gefunden zu haben, macht total froh. Findest du nicht auch? Ja, ne? Oh, ein Doppelkampf. Wenn du uns Model stündest, käme dabei bestimmt ein Meisterwerk heraus. Lass uns einen Kampf austragen, der so schön ist, dass er in Öl festgehalten werden sollte. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Machen wir. Also, nehmen wir doch die Herausforderung beider an, also der Künstlerfamilie. Guck mal, wieder Farbigel. Ach, Herr Jemine. Aber da sehen wir nochmal mein schönes Shiny Taubsi. Es wird nicht endgültig im Kampf bleiben, das ist klar. Aber wir machen erstmal einen Schwerttanz. Auf mich. Und Taubsi, du machst einen Windstoß auf das zweite Farbige hier. Männchen, Männchen gegen Weibchen, Weibchen. Windstoß, okay. Hat das jetzt seine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt? Ich habe das jetzt so schnell nicht gelesen. Aber eine Konfusion dürfen wir jetzt noch einpacken. Ach naja, gut, so viel hat das jetzt nicht angerichtet. Aber jetzt kommt der Schwerttanz und dann gucken wir doch mal. So, Schwerttanz und dann machen wir die Zornklinge auf eben das linke Farbige und den Windstoß machen wir auf das rechte Farbige. Ach so, das ist nur zur Unterstützung. So wie andere darum bitten, sich gegenseitig zu abonnieren, zur gegenseitigen Unterstützung. Was die eh nur so als, ja, Copy-Paste machen. Habe ich echt schon alles erlebt. Das ist irre, was es da so alles gibt. Na gut, Windstoß, Flieg und Sieg, dann ist Farbige Nummer 1, nämlich das auf der rechten Seite besiegt. Beide, so wie die anderen, heimsen wunderbar EP ein. Ja, stürzt doch kurz vom Level ab. Wunderbar. Dazu immerhin noch etwas. Was war das denn jetzt? Ich habe es jetzt nicht gelesen, die Attacke. Aber das ist ja nun auch nicht weiter schlimm. Zack. Zornklinge hat den Rest erledigt. Eigentlich ist das ein wunderbarer Psychokiller des Grammokles, wenn man es mal so sieht. Ah, Stufe 23, es macht sich. Da kann man nicht meckern. Ist nur relativ langsam. Ja, und dank des EP-Teiles. Oh, erreicht Glurak Stufe 38. Naja, warum denn nicht? Das war eben ein echtes Meisterwerk. Ja, den Kampf werde ich nicht vergessen. Oder andersrum, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja nun auch nicht weiter schlimm. Wir wollen noch ein bisschen weiter vorankommen. Also, hier nicht rein. Ach, was haben wir denn jetzt hier schon wieder von Gebäude? Na, The Francine? Wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist? Man nennt es das Kampfschloss. Wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicherlich in der Lage sein, alle 8 Arena-Leiter der Kalos-Region zu besiegen. Ach du Hilfe, jetzt haben wir hier noch ein Kampfschloss. Ach, was machen wir denn da am dümmsten? Einfach mal reingehen, schlage ich vor. Wir gucken einfach mal hinein. Vielleicht sollte ich aber noch die Pokémon heilen. Oh, Ausrufezeichen. Oh, hallo, The Francine. Darf ich fragen, wie dein Adelstitel lautet? Wie bitte, du hast keinen? Jemand, der so stark ist wie du, verdient meiner Meinung nach einen Adelstitel. Ich erkläre dir am besten erst einmal, was es mit den Adelstiteln auf sich hat. Nur eine Handvoll Trainer, die hier im Kampfschloss ihre Stärke unter Beweis gestellt haben, bekommen einen Titel verliehen. Voila, wer ist denn dieser Junge, wer ist denn diese junge Dame? Oh, sie ist ja im Besitz des Krabbelordens. Wie es aussieht, hast du ihr Talent als Trainer anerkannt? Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Valdoas. Und wie heißt du? Oh, The Friend Francine? Oh, ein schöner Name. Ich verbürge mich für The Francine. Kannst du ihr nicht einen Altstitel verleihen? Sie ist ein starker Trainer und wird dem Kampfschloss bestimmt alle Ehre machen. Oh, so ist das also? Na schön, wenn du für The Francine bürgst, ist das völlig ausreichend für mich, Viola. Außerdem, auch ich spüre ein außergewöhnliches Potenzial in ihr. The Francine, hiermit erteile ich dir, oder sagen wir, lieber euch, den Titel Baronin. Oh, wir sind eine
Baronen, wir haben den Adelstitel Baronen bekommen. Trainer mit einem Adelstitel können andere Trainer mit einem Adelstitel im Schloss herausfordern. Baronen und Baron sind die niedrigsten Ränge, aber durch wiederholte Siege gegen andere Trainer könnt ihr einen Rang höheren Titel erwerben. Dies führt eventuell dazu, dass ihr das Interesse von Trainern höheren Ranges weckt, die sich dann in der Hoffnung, euch herauszufordern, einfinden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an unsere beiden Mitarbeiter am Eingang wenden. Nun denn, Francine und Viola, ich empfehle mich. Auf Wiedersehen. Das war jetzt natürlich kein guter französischer Akzent, aber ich habe es halt probiert. Ich habe allerdings auch einen Adelstitel. Mein Ziel ist es, viele Kämpfe auszutragen und den höchsten Adelstitel verliehen zu bekommen. Deshalb würde ich mich freuen, hier bei Gelegenheit gegen dich zu kämpfen. Oh, wir sind also eine Baronin? Schön. Was haben wir davon jetzt? Naja, noch nicht viel. Warte mal, wir sehen uns gleich wieder. Dann werden wir nämlich nochmal uns da hier umgucken. Wieder beim Kampfschloss werde ich mal gucken, ob ich hier ein bisschen kämpfen kann. Aber erstmal, herzlich willkommen im Kampfschloss. Zu welchem Thema möchtet ihr mehr wissen? Ich wünsche euch von Herzen einen angenehmen und so weiter. Wir gucken uns hier einfach mal um. Ich suche nach dem ultimativen Kick, den man für Geld nicht kaufen kann. Oh, ein Kampf also. Na gut, wenn das so ist, dann will ich dir dein Bedürfnis erfüllen. Was für ein Pokémon hast du? Oh, ein niedliches Käfer-Pokémon. Na gut, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das werden wir schon irgendwie schaukeln. Auf uns hat Gift jetzt nicht so die Käfer nicht so die größte Wirkung. Wir machen mal Verfolgung. Darauf haben wir zwar keinen Step, aber natürlich macht die Stachelspore erstmal ein bisschen was wett hier. Ach, ja, toll. Sehr schön gemacht. Das heißt, dass ich dann das Pokémon schon wieder heilen gehen darf. Ach ja. Solche neue Taktiken hier. Naja, ich hab schon verstanden. So, ist nicht sehr effektiv. Das wird auch nicht sehr effektiv sein, aber es macht eine Menge Schaden. Okay, aufgrund des Volltreffers hat es sowieso das 1,5-fache des Schadens gemacht. Ja, nochmal Käferbiss und ich bin hoffentlich nicht paralysiert. Doch, natürlich bin ich das. Aber komm, diesen Kampf, den werden wir doch hier noch ein bisschen bestreiten können. Och Mann, ich will nicht wegen jedes kleinen Bisschens hier irgendwie ins Pokémon Center rennen, aber naja. Es will es halt leider nicht anders. So, und dann haben wir sie eigentlich schon besiegt. Und Schwertgeist erreicht Stufe 18. So, und versucht Autonomie zu erlernen. Was ist denn das für eine Attacke? Wir gucken mal ganz kurz. Was sagt Ach, verdammt. So, ja. Wir möchten das vergessen und dann gucken wir mal. Anwender trennt sich von überflüssigen Körperteilen und steigert seine Initiative stark. Sein Gewicht nimmt deutlich ab. Brauche ich das? Ich überlege gerade, wir gucken nochmal. Also, wir haben Tackle, Schwerttanz, Zornklinge, Verfolgung. Wir machen einfach mal. Machen wir Tackle weg? Ja, ne? Ach, hier, braucht eh kein Mensch. Also, weg damit. Und dann haben wir das auch beseitigt und Autonomie gelernt. So, und dadurch haben wir die Baronin auch schon besiegt. Ach, da fühlt man sich richtig, also es fühlt sich richtig gut an. Ja, genau so. Das könnte man falsch verstehen, aber egal. Das ist ja der ultimative Kick. Nach jemandem wie euch habe ich gesucht. Die Frage ist nur, ob ich hier überhaupt noch überall hin kann. Ja, anscheinend schon. Die Frage ist nur, ob ich noch einen Paraheiler habe. Wenn ich diesen nämlich habe, unter Medizin, dann habe ich einen Hyperheiler. Ah, Paraheiler habe ich zum Glück auch noch. Also setzen wir den auch mal ein auf unser Grambokles. Genau. Wir haben es auf unser Grambokles angewandt. Und dann schauen wir uns hier mal weiter um. Was haben wir denn hier noch Schönes? Alle sagen, ich sei nur durch Vitamin B so weit gekommen. Aber den werde ich zeigen. Na, das werden wir erstmal sehen. Mal gucken, was du im Kampf gegen mich so ausrichtest. Baron Iver, oder wie man das auch immer aussprechen soll. Ein Trassler, ja wunderbar. Das ist doch die beste Gelegenheit, die Zornklinge anzuwenden. So, zack. Was? Ich dachte, Käfer war effektiv auf Psycho. Ach, verdammt. Das hat ja jetzt den Feentyp noch dazu, ne? Genau. Das habe ich ja total vergessen, aber na gut.
Das kann ja auch mal vorkommen. Aber da haben wir nämlich ihn auch schon besiegt. Ach, mag sein, dass ich diesmal verloren habe, aber ich bin trotzdem ein Meister des Kampfes. Ja, und ich bin ein Meister des Poké-Dollar-Verdienens, denn, ja, ich muss das hier alleine durchziehen. Ich darf meine Beziehung nicht spielen lassen. So, über den Kommunikationsfunktionen kannst du mit anderen Spielern Pokémon tauschen. Du hast die hier Lücht auf einen Link tauschen. Nein, jetzt nicht. So. Nein, ich habe jetzt auch keine Lust auf einen Link-Kampf. Jetzt hör auf, mich hier zuzuspammen. Okay, diese Kämpfe haben wir erstmal erledigt. Und was haben wir dann hier noch? Ah, die Frau. Herzlich willkommen, ich bin Baronin. Herzlich willkommen. Achso. Wie ist das Pferdebefinden heute? Warum kann ich euch... Von hier aus eröffnet sich euch die Möglichkeit, uns mit der Vereinladungsschreiben an zu Trainer, was Trainer zu beauftragen, die unser bescheidenes Gemäuer in ihrer Anwesenheit beehren. Wie sich euer Herausforderung letztendlich stellen wird, ist auch von der Art von euch... Achso, ferner erlauben ist, in alle Bescheidenheit für die Nutzung des genannten Dienstleistungs ein kleines Entgelt in Anspruch zu nehmen. Achso, nein. Und tschüss. Ja. Nein. Ja, da brauchst du jetzt nicht zu meckern. Also, dann gucken wir mal hier hinein. Hier haben wir bestimmt auch noch ein paar Trainer, sind's, die besiegt werden wollen. Na nun, so sehe ich da etwa ein Mitglied des Pöbels in unseren erlassenen Kreisen. Moment, Mitglied in euren Pöbeln? Moment, Mitglied im aus dem Pöbel? Dir werde ich schon zeigen. Ach, da so ein Feuerflug-Pokémonsen. Naja, dich kriegt man auch schon klein. Deswegen, erstmal eine Verfolgung. Das schaffen wir schon irgendwie. Ach, du bist auch noch schneller als ich. Ja, warte mal, das werden wir abändern. Das werde ich abändern. Du wirst im nächsten Zug nicht mehr schneller sein. Ach, okay, senke meinen Angriff, ja. Ich werde sowieso erstmal ein bisschen meine Initiative erhöhen. So. Dann dürfte ich dich jetzt nämlich schon überholt haben. Und einen Schwertanz kriege ich auch noch drauf. Und danach wirst du jetzt erstmal gewaltig was abbekommen. Eigentlich ist es ein bisschen sinnlos, das hier zu machen, weil danach eh kein weiteres Pokémon kommt. Aber nun gut, so sei es dann. Also, das gucken wir uns jetzt hier noch an. Ich weiß, der Part ist ein bisschen länger. Ja. Ja, meine Längen, die variieren, wie gesagt, bei den Parts, aber das ist ja nun auch egal. So, und Zickzacks erreicht Stufe 14. Yay. Das brauche ich auch voll. Verzeiht, ich habe mich wohl in euch getäuscht. Ja, her mit der Kohle. Genauso sieht das aus. Hutter, ihr seid offenbar wirklich in unseren erlesenen Kreisen zu verkehren. Je höher euer Adelzide ist, desto mehr und desto stärkere Trainer stellen sich euch als Gegner zur Verfügung. Das kann auch gut sein, ja. Oh. Meine sehr verehrten Damen und Herren von Stand, heute gibt sich Baronin Denan die Ehre, unser bescheidenes Gemäuer mit ihrer erlauchten Anwesenheit zu beglücken. Ich möchte die werten Herrschaften recht herzlich bitten, unsere hochwohlgeborene Besucher mit Wohlwollen in unseren illustren Kreisen aufzunehmen und sie mit der hiesigen Gepflogenheit vertraut zu machen. Ja, wer ist denn das bitte? Das ist es schon mal nicht. Vielleicht haben wir hier noch was. Wen haben wir denn hier? Wenn es darum geht, meine Ziele zu erreichen, spielt Geld gar keine Rolle für mich. Diese tollen Pokémon, um dieses tolle Pokémon zu bekommen, muss ich ebenfalls tief in die Tasche greifen. Du hast hier ein Pokémon gekauft? Was zum Geier? Baron Serin. Scampisto. Was ist das denn? Was zum Geier ist das denn für ein Vieh? Naja, zumindest habe ich es dann einmal gesehen, ja. Das wird bestimmt nicht effektiv sein, oder? Naja, es geht. Es könnte schlimmer sein. Es könnte weitaus schlimmer sein. Aber warte mal. Zornklinge wird doch trotzdem stärker von Zeit zu Zeit. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Egal. Es wird stärker. Ja, hör auf mit deinem Geblubber hier. Wie viel zieht das ab? Ganze 10 KP? Dann könnten wir ein Problem bekommen. Wenn die Zornklinge nicht ein bisschen härter trifft. Okay. Dann hat sich das Problem erledigt. Dadurch erhalten wir Erfahrungspunkte und Sarah ist schon besiegt. Wie ist das möglich? Wo ich doch mein ganzes Geld ins Training meines Pokémon gesteckt habe. Ja, haben wahrscheinlich fremd trainiert. Also, die haben wahrscheinlich dein Pokémon gar nicht trainiert.
Ach, wie dem auch sei. War ich einfach nur zu knausig oder verschulde ich diese Niederlage meiner eigenen Unfähigkeit? Beides? Wie bitte? Ihr erdreist euch, uns zu einem Kampf herauszufordern? Dieser Kasus veranlasst uns zu lachen. Kommt und zeigt uns, was ihr könnt. Na, du wirst schon ein blaues Wunder erleben, kann ich mir vorstellen. Baronin Jesse, ach, wie auch immer. Das ist ein Feen-Pokémon. Oh, warte mal, da muss ich das Pokémon gleich mal wechseln. Pokémon. Da gehen wir auf den Cedar. Und Cedar, der wird den Flebebel mal eins auswischen. Denn wie wir ja wissen, ist Gift auf Fee ganz schön gut. Beschwörung, was willst du denn beschwören? Die nächsten Lottozahlen oder was? So schützt das gegnerische Team vor, keine Ahnung was, aber Giftschock, der sollte es schon mal tun. Ich meine, der Levelunterschied ist schon marginal. Also, Flick und Sieg. Und tschüss. Da brauchen wir nicht lange rumtaktieren. Das war's dann nämlich schon für dich. So, und dank des IP-Teils bekommen wir auch noch was. Und was sagt sie? Meiner Treue, ich wurde besiegt. Welch Fiasko. Tja, kannst du mal sehen. Wir haben verloren. Wir haben uns von eurem kindlichen Aussehen blenden lassen. Ja, das sollte man nicht tun. Man sollte sich nie vom Aussehen blenden lassen. So, habe ich mit ihmchen... sperrt jetzt mal schön die Lausche auf. Mein Name ist Lavoie, meines Zeichens Baron. Das Wort Niederlage gibt es in meinem Vokabular nicht. Ehrlich, ich weiß gar nicht, was das heißt. In deinem Vokabular gibt's das nicht. Dann hättest du aber vorher das Wort mal gehört, also von mir gehört haben müssen, um dass du das jetzt sagen kannst. Das ist ein Kampf-Pokémon. Ein Kampf-Stahl-Pokémon sogar. Warte mal, da habe ich... Was habe ich denn dagegen? Nein, das wäre ein bisschen unfair. Wir schicken mal Shiny Taubsi in den Kampf. Auch wenn das jetzt nicht die beste Alternative ist. Aber wie gesagt, Glurak will ich jetzt noch nicht anwenden. Das wäre leicht unfair. Sagen wir es mal so. Das wäre leicht unfair, wenn ich das jetzt schon mache. Aber Flug dürfte trotzdem ein bisschen was abziehen. Achso, Riolu war ja, glaube ich, nur Kampf. Na, dann habe ich sowieso alles richtig gemacht. Bestens. So, und dank des EP-Teils erhalten Jan auch noch Erfahrungspunkte. Wer hätte das gedacht? Ein neuer Begriff hat Eingang in meinen Wortschatz gefunden. Tja, da kannst du mal sehen. Jetzt haben wir ja eigentlich alle Trainer besiegt. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin als Trainer nicht wirklich stark, aber ich habe eine große Klappe. Tja, das kommt davon. Das zeigt sich dann darin. Und die Trainer, die eintreffen, die sollten doch eigentlich dann hier irgendwo anzutreffen sein. Wir gucken nochmal rein. Ne, den hatten wir ja schon. Also haben wir hier eigentlich schon alles erledigt. Denn die Trainerin, die sie ja versprochen haben, die ist ja gar nicht da. Und ich meine, viel mehr gibt es ja hier nicht zu sehen. Ne, das habe ich jetzt schon alles hier. Ach so, ne. Das kann ich jetzt hier... So, ich habe das jetzt hier abgeschlossen. Ach so. Oh, Baronin Vefrenzin, ich habe vortreffliche Neuigkeiten für... Eure hochwohlgeborenen Ohren. Mir ist die ehrenvolle Aufgabe zuteil geworden, euch die Anerkennung eurer herausragenden Leistungen im Kampf, den Adelstitel, Vicomtesse zu verleihen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ich sehe bereits den Tag herbei, an dem unserem bescheidenen Gemahl erneut die Ehre zuteil wird, Zeugen eurer vorzüglichen Kampfkünste zu sein. Okay. So. Jetzt war der Part lang genug. Und dann ist es nämlich an der Zeit, diesen Part auch an dieser Stelle zu beenden. Und ich hoffe, dieser Teil hat euch gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon X. Sieht man sich.